Ganz wichtige Sache für euch heute, bei diesem langen Spaziergang, den wir machen. Macht euch ein paar Notizen von interessanten Dingen, die ihr seht, Dinge, die euch zu bestimmten Gedanken anregen, euch an Geschichten erinnern, an Erlebnisse erinnern, an die Geschichte erinnern. Wenn man die Geschichte für einen Ort weiß, dann weiß man auch die Zukunft. Ich höre in Kreuzberg die Stimmen von Stammheim. In Pankow die Stimmen von Entebbe. In Moabit die Stimme von Mogadischu. In Mitte die Stimme der Roten Arme. In Dahlem. Am Schalter der Amerikan im Embassy. Höre ich. Die Stimme von Ground Zero. Die Schüler sollen auch die Stadt und dann noch auch zum deutschen Literatur näher kommen. Passerelle, projection horizontale enjambe l'eau et la rue. Anciennement ferrée, elle se prolonge en allée centrale, parc de Görlitz. Non, pas de plantes introduites de Saxe. Acclimatée à la capitale, juste l'emplacement d'une gare vers Görlitz, une ville non rescapée des bombardements, transferts sémantiques. Au changement des destinations des buttes de terre ne révèle pas d'un aménagement paysager. Und Michel Metaille, als sie dieses Gedicht geschrieben hat, da war die Grenze offen. Das heißt, für sie war das auch so eine Entdeckung eines neuen Territoriums. Beide Seiten sehen zu. Wir haben ein Gedicht in Französisch gelesen und haben wir auch, was bedeutet in Deutsch, haben wir auch das gelesen. Und das war über diesen Platz, was dieser Kanal ist. Wir müssen heute Abend einen schönen Test schreiben, was wir heute gesehen haben. Wir gesehen haben, was uns gefällt hat. Und, ja, und morgen müssen wir das lesen. Ja. Ja. Das Ziel ist einfach wirklich, die Literatur zu vermitteln, um diesen Dialog zu beleben. Und zwar Michel Metaille und Gerhard Falkner, die beide Gedichte über Berlin geschrieben haben. Und was wir uns zu Hilfe genommen haben dafür, sind die Orte, an denen diese Gedichte teilweise entstanden sind oder auch nur inspiriert haben, also die Dichter inspiriert haben. Das war unser Hilfsmittel eigentlich, um den Schülerinnen und Schülern das Gedicht auch etwas näher zu bringen und auch so die Inspirationsquelle aufzuzeigen, die die Dichterin Michel Metaille und der Dichter Gerhard Falkner haben. Das sind Schülerinnen und Schüler einer sogenannten Sprachklasse, die aus der ganzen Welt kommen und erst seit ungefähr einem Jahr Deutsch lernen und mit uns jetzt durch die Stadt gewandert sind. Und was dabei entsteht, ist praktisch die Ouvertüre zu dem Lyrik-Performance-Projekt mit den Texten von Gerhard Falkner und Michel Metaille, die dann im nächsten Jahr performt und als Ouvertüre mit den Jugendlichen praktisch eröffnet werden.